Hallo ihr Lieben, euer Gorr. Sirche und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. God of War. Kratos hat Ares getötet, seinen Rachefeldzug war erfolgreich und er wurde zum neuen God of War. Und ja, das Spiel ist eigentlich durchgespielt. Ich könnte jetzt hier das Let's Play beenden, aber wir machen natürlich noch die Herausforderung der Götter. 10 Räume, 10 Challenges. Let's go. Und jetzt. Also, Herausforderung der Götter ist kein Spaß. Ja, Bewegung, Magie sind angepasst, ist okay. Herausforderung 1 von 10. Werfen Sie 8 Feinde von der Plattform, bevor die Zeit um ist. Stirben Feind, haben Sie versagt. Tja. Ich weiß schon, wie wir was machen. Okay. Der Plan war nicht der beste. Gute Frage, wie machen wir das? Ich glaube, der Feind ist tot. Hä, wie machen wir das? Ernsthaft? Ich habe auch keine Magie, nichts. Ah, es fängt schon wieder geil an. Ich weiß echt nicht, wie es geht. Muss ja einen Kniff geben. Irgendwas, was ich jetzt nicht checke. Okay, der ist einfach so runtergeplumpst. Ist okay. Kann ich den so runterrammen? Kann ich dich runterrammen? Auch nicht, ne? Hä? Keine Ahnung, wie es gehen könnte. Ich werde es leider direkt recherchieren, weil ich nicht 100 Jahre mich hier aufhalten möchte. Hä, man kann die irgendwie einfach runterschubsen? Ich kenne den Command gar nicht. Was muss ich hier haben? Hä, wie geht das? Okay, der fällt einfach so runter. So geht's natürlich auch. Hä, wie kann man die hier runterschubsen? Wenn ich die grabbe? Ach, wenn ich die grabben will. Ah, okay, so geht's. Ja, okay. Muckste? Hä, auf was musst du denn hier kommen? Das ist ja voll gestört. Hier, Muckste. Einfach Grab-Taste drücken. Kreis. Da. Tschüss. Tschüss. Wer will, wer hat noch nicht? Das sieht so bescheuert aus. Muckste, Muckste. Und dann. Hui, plumps. Trotzdem schwer mit dem Zeitlimit. Kann ich die auch hier außenrum wegschmeißen? Tatsächlich. Wie viele sind es denn noch? Ihr seht die Zeit übrigens nicht. Ja. Wissen, wie es geht, ne? Wissen, wie. Töte alle Bogenschützen und in der richtigen Zeit. Ich weiß schon, wie. Mit diesem tollen Move hier. Den lieben wir ja alle. Der hat ein Schild. Da ist ja nichts zu lachen, wenn die Gegner ein Schild haben. Aber die Gegner haben auch nichts zu lachen, weil ich diesen geilen Move habe. Ist halt geil. Jetzt kann ich euch die Artemis-Klingen zeigen. Die sind ja eigentlich genau wie die anderen Klingen. Aber hey, neue Animationen. Nur die Bogenschützen. Jetzt habe ich mit den Dabchen natürlich aufgehalten. Das ist natürlich jetzt dumm. Kann ich uns schon nicht mehr schaffen, oder? Stand da echt nur die Bogenschützen? Ich hoffe, ich sterbe. Ich will es nämlich normal machen. Als ob nur die Bogenschützen. Erzählt mir nichts vom Pferd. Erzählt mir nichts vom Pferd. Tschüssi. Ja, natürlich trifft er mich. Natürlich trifft er mich. 60 Sekunden noch. Die Hälfte ist aber erst geklärt. Es sind nicht nur die Bogenschützen, Leute. Es ist mehr. Die müssen auch sterben, glaube ich. Einfach runterschmeißen. Muss klappen. Muss klappen. So. Der ist auch weg. Aber nur noch 35 Sekunden. Ihr seht die Sanduhr ja nicht. Deswegen sage ich euch das immer. Zwei Hits und die sind Geschichte. Das ist natürlich angenehm, ne? Not gonna lie. Sehr angenehm. Ja, aber... Okay, ich guck mal, ob es mit dem Bogenschützen alleine geht. Glaube ich aber nicht. Da ist ein Bogenschütze. Tot. Letzte Mal wieder auf Startplattform. Nicht geschafft. Gut, dann werde ich mich mal töten lassen, ne? Kratos, nicht mal das, Christian, ey.
spezielle Bogenschützen. Ach so, und untote Soldaten. Ja gut, aber die Harpchen sind zum Beispiel nicht gemeint. Interesting. Das heißt, die Harpchen werde ich eiskalt ignorieren. Eiskalt. Und die schmeißen wir am besten runter. Genauso. Haben wir ja schön in Herausforderung 1 gelernt. Schön runterschmeißen, die Biester. Ja, die sind natürlich nicht geil mit dem Schild. Die gefallen mir gar nicht. Die kosten nämlich Zeit. Tschüss. Gut, mit der Harpchen werde ich mich jetzt nicht aufhalten. Wie gesagt, ist halt Quatsch. Hier ist direkt der Schildspinner. Perfekt, wenn wir den jetzt schon loswerden, wirklich. Seelen leider nur Stufe 1, aber besser als nix. Die fressen den ganz gut kaputt, wie ihr sehen könnt. Ja, ich denke, mit Magie ist es echt machbar. 57 Sekunden noch, das ist ja locker zu schaffen. Sind ja jetzt schon fast durch. Vielleicht gecheased mit der Magie, ist mir egal. Ich habe ja die Möglichkeiten dazu. Spiel hat ja gesagt, benutze Magie, ne? Gut, hat es nicht gesagt, aber hat es auch nicht verboten. Es gibt tatsächlich Challenges, wo es heißt, keine Magie. Pech gehabt, heißt es dann. Der ist baden gegangen und der stirbt jetzt hoffentlich. Ja, voll einfach. Aber es gibt eine Challenge, die war richtig mies. Die ist auch mies, weil man nur 20 Sekunden hat. Das ist viel zu wenig. Viel zu wenig für so viele Krüge, kann das sein? Ich habe mich manchmal schon blöd angestellt in der Hauptstory. Mit den Krügen, die zu zerstören. Schaffe ich das jetzt hier auch nicht. Doch, first try. Okay. 4 Minotauren, aber keinen von den untoten Soldaten. Wow. Was soll das denn gehen? Ja, das wird lustig. Kann ich euch jetzt schon sagen. 4 Minotauren vor allem. Warum 4? Und die untoten Soldaten, die sind ja schnell. Die gehen jetzt hier schön mal hin. Versammelt euch. Tut es. So, und jetzt gehen wir nur auf den scheiß Minotaurus. Oh nein. Boah, das ist echt hart. Was wir machen könnten, ist das ja, oder? Tatsächlich die olle Medusa mal nutzen. So bad gemacht. Holy shit. Dann mach ich es halt direkt. Muss ich nur 2 Minotauren besiegen. Das ist schon ein bisschen Try and Error, ne? Wenn man ehrlich ist. Komm her, Kumpel. Das Gute ist, diese Grabs gehen hier wirklich nur auf einen. Logischerweise. Oh, der hat jetzt aber kassiert. Trotzdem nicht tötbar. Leider. Der hat so kassiert und trotzdem kein Preiskommando. Auch jetzt. Gut, dann fahr zur Hölle. Ja, warte, warte. Oh, ich hab voll die blöde Strategie hierfür. Ganz ehrlich. Die wollen wahrscheinlich wirklich, dass du es mit Medusa machst. Medusa kann mich mal. Guck mal, wie wir denen es jetzt gegeben haben. Der ist Geschichte. Oder auch nicht, weil ich nicht grabben kann. Fantastisch. Warum kann ich dir jetzt nicht grabben? Auch das Spiel, ey. Aber manchmal weiß ich auch nicht. Ich glaube, diesmal schaffen wir es. Schneidet euch das irgendwie zusammen, damit es nicht zu langweilig wird.
So, nur noch du, Kumpel, nur noch du. Jetzt bloß nicht hier aus der Arena fliehen. Ja. Und jetzt der Grab funktioniert, ja. Goodbye! Also Chip Damage machen. Gucken, dass keiner getroffen wird. Am besten mit Sprungattacken. Der Aerials. Dann ist das easy peasy. Das war machbar. So, erschießen sie alle untoten Soldaten. Mit der Balliste. Wow. Das kann lustig werden. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist so schlecht gemacht. Weil die Balliste, die funktioniert nicht für präzises Zielen. Sorry. Das ist nicht so gedacht. Guck, wie lange der braucht, Kratos, du bist ein Affe! Ein Affe bist du! Gibt's da einen Trick? Okay. Jetzt ist voll gespannt. Nö, er zieht einfach ab. Er zieht einfach ab, der Idiot. Ich schneid euch das zusammen, so was ihr nur einen richtigen Versuch habt. Da habe ich keinen Bock drauf. Ist ja nur rageig. Für mich gibt's hier kein System. Punkt aus, Ende. Es ist einfach nur RNG. RNG Festival. Nur noch drei. Nur noch zwei. Ja, wenn der oben auf 1 Uhr ist, sagen wir es mal so, machen wir es mit einer Uhr. Wenn er auf 1 Uhr ist, okay, jetzt. Einen Uhrteil erreicht, dann klappt das ungefähr. Ungefähr. Seht ihr das? Da musst du erst mal drauf kommen. Das ist so ein Schmutz. Gut, ich habe euch den finalen Versuch irgendwie reingeschnitten. Guck jetzt aber 1 Uhr. Jetzt machen wir das. Ja. Bei 1 Uhr einfach runtergehen. Voll einfach, wenn man es weiß, wie es geht. Erreichen Sie die Mitte der letzten Plattform, bevor die Zeit um ist. 33 Sekunden. 33 Sekunden sind nicht viel, kein Zauber, nix. Geil. Ja, wir können aber blocken, ne? Nicht vergessen. Blocken können wir. Festhalten, Kratos, wie wär's? Festhalten? Ne? Ist nicht so dein Ding? Gut. Ich dachte eigentlich, du bist so ein Festhalt-Experte, so ist so dein Ding, so Gewichte stemmen und so festhalten. Der haut mich. Weißt du, wenn ihr mich runterschießt mit Pfeilen, finde ich das ja noch in Ordnung. Aber wenn ihr mich mit dem Bogen runterhaut, ey, das ist schon echt Disrespect Deluxe, ey. Ja, aber eh ein schlechter Versuch, von daher. Du darfst keinen Double Jump machen. Short Hop reicht ja hierfür. Reicht ja, um einen Double Jump, ne? Ist ja Quatsch. Ah, auf einmal halten wir uns fest. Warum eben nicht, Kratos? Ach, die Plattform, die hat einen Rollator. Die ist aus einem Altersheim entkommen. Ja, okay. Wusste ich ja nicht, dass die Plattform aus einem Altersheim ist, dass die nicht so einen schnellen Gang-Intros hat. Oh, cool. Deswegen kein Double Jump, okay? Gut. Wie gesagt, kein Double Jump, bitte. Nicht bei dieser Challenge. Darfst halt nicht warten, ne? Zeitlimit ist strikt und jetzt sieht es halt düster aus, weil ich warten muss, weil es die Altersheim-Plattform ist. 18 Sekunden, das ist nix. Ja. 11 Sekunden. Ja, hätte ich eh nicht mehr geschafft. Muss ich auch noch töten. Dass man hier keinen Blitz hat, ist echt brutal. Absolut brutal. Hä? Einen Kommentar. Wie ist das denn jetzt mit dem Festhalten? Wo macht das denn jetzt nicht mehr? Double Jump darf ich nicht machen, dann ist sofort tot. Ich mach's jetzt aber trotzdem. Ist ja scheinbar doch nicht anders geht. Wenn ich da nicht direkt rüber gehe, ist glaube ich verloren. Ich weiß nicht.
kommt mir zumindest so vor. Ja. Den muss ich. Okay, den ignoriere ich. Da spreche ich einfach weiter. Den ignoriere ich, weil sonst verliere ich zu viel Zeit. Boah. Try and error, Leute. Brutal. Absolut brutal. Ja, okay. Ich ignoriere jetzt alle Bogenschützen. Einfach weiter, einfach weiter, 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 weiter. Ist okay. Kriegen wir hin. Okay, geht nicht. Kann man nicht ignorieren. Verdammt, ey. Oh, also die Challenge ist auch. Ui. Die haut nochmal anders auf Kacke, ey. Und die Pfeile auch nicht zurücklenken kann, irgendwie. Das wäre ziemlich cool. Nö, nice try, aber hat nicht ganz gereicht. Better luck next time. 15 Sekunden nur noch, ey. Kann sich da auch festhalten. Im Sinne von, hey, ihr kriegt mich nicht. Ja, wir haben es geschafft. Ich muss sie nämlich nicht töten. Geil, das schneide ich nicht, das war cool. Töten sie alle Feinde, werden sie nicht getroffen. Werden sie nicht getroffen, das macht sehr viel Spaß. Keine Ahnung. Also mein Ziel, das ist ja die wirklich darunter zu stoßen, das ist schon klar. Einfach nicht cornern lassen, nur so ein paar einzelne Gegner kommen lassen, das ist vielleicht eine Idee, ja? So dass nur die Minotauren am Ende da sind. Erstmal die Untoten killen. Zwei Hits und die sind Geschichte. Ja, und das war's. Fick dich! Drecksscheiß, ey! Das war so gut. Echt, das war so fucking gut. Amazing war's. Und am Ende sterbe ich trotzdem. Das ist hier Classic. Ich glaube, der Trick ist es. Ja, das ist ja auch noch auf Zeit. Das sehe ich jetzt erst. 80 Sekunden noch. Trick ist es, die einzeln kommen zu lassen. Ist nur blöd, wenn es auf Zeit ist, ne? Einzeln kommen lassen. Den OP-Move nutzen und am besten die Gegner runterschmeißen, ja. Das ist der Trick. Mein Trick. Okay. Ich sehe leider nicht, ob ich da überhaupt was treffe, aber hey. I tried. Ja, fick dich. Medusa ist es. Wer ihn versteinert und gut ist. Also, der Trick hierbei ist es, da ich das jetzt zusammenschneide, einzelne Gegner kommen zu lassen und die dann zurückzustoßen. Kann ruhig einmal den reinkloppen und die Minotauren am besten versteinern. Ich gehe jetzt schon mal zu Medusa. Minotauren auf keinen Fall im Nahkampf angreifen, weil die kriegen dich immer. Die kriegen nicht immer. Gegen die hast du nichts zu lachen. Einzelne Gegner kommen lassen und am besten noch runterschmeißen. Das ist hier der Trick. So Leute, einzelne Gegner kommen lassen und am besten runterschmeißen, das ist der Trick. Leider Gottes ist das auch auf Zeit. Man hat natürlich nicht alle Zeit der Welt. Einmal den da reinhauen. Also der overpowerte Move ist natürlich hier auch vonnöten. Ist ja ganz klar. Ohne den geht nichts, das wissen wir ja schon. In der Hauptstory. Denkst du dir so, ne? Denkst du dir so? Oh oh, bloß nicht cornern lassen. Wieder ein bisschen Distance gainen und dann wieder den overpowered Move reinhauen. Das ist so der Trick. 47 Sekunden noch, nur die Minotauren. Ganz ehrlich, ich frisst das. Mir jetzt egal. Du sei hin oder her. Kannst du bitte über Bord gehen? Ja, easy. Einfach nicht cornern lassen. Es geht voll.
töten sie alle Feinde. Das ist die schwerste Challenge, daran erinnere ich mich. Das ist nicht geil. Nur Medusas, nur Scheiße, nur Kacke. Es ist schrecklich, diese Challenge. Wir kommen gefühlt jetzt 1 Million Gegner. Ich meine es jetzt ernst, ne? 1 Million. Nicht mal übertrieben gesagt. 1 Million Gegner. Kein Zauber, nix. Wir haben nix, keine Zauber. Gar nix. Gleich Strategie, würde ich sagen. Das Schöne ist, hier ist kein Zeitdruck. Immerhin. Dann gönnst du ja sonst nichts, ne? Ja, eingesteinert und ich habe überlebt. Als hätte ich einen Schutzengel gehabt. Hier sind immer 4 Medusas und massig viele von diesen kleinen Scheißerchen. Das ist echt nicht geil. Aber wie gesagt, Distance Gain, OP-Kombo reinballern und weiter geht's. Distance Gain, OP-Kombo reinhauen, weiter geht's. Funktioniert auch für diese Challenge. Oder auch nicht. Aber wenn keiner in Nähe ist von den kleinen Scheißgegnern, das heißt ultimative Team, ne? Versteinern und diese Drecksgegner. Dadurch, dass es 4 Medusas immer auf dem Feld sind, heißt das, ja tschüss, über Bord mit dir, heißt das, dass immer eine mindestens diesen Strahl macht. Das Gute ist, sie können auch ihre Kumpels da zu Stein machen, aber ja, das jetzt relevant ist, ich denke nicht. Hallo, ich kam da nicht raus. Ich kam da nicht raus. Ich hab I tried so hard, but in the end it doesn't even matter. Ihr kennt das. Ich komm da halt nicht raus, ne, manchmal. Da steckst du nicht drin und es geht so scheiße lang. Der Dreck hier. Wie gesagt, Rolle, dann den Dash. So kommt man aus den schlechten Situationen raus. Ich kann nichts machen, verfickte Scheiße!
ohne Kommentare mit Zähne beißen. Ich sah bestimmt so bescheuert aus. Ich habe euch das reingekartet in den finalen Versuch, weil das kann sie ja keiner geben. Boah, das war der ultimative Steel Triad Wars. Silence, Full Concentration, God Gamer Mode. Wirklich. Queen of Games, da habt das. So, der Rest wird nur noch Formsache. Töten sie die eine Zeit, kein Problem. Ach so, doch ist ein Problem, weil es der Zyklop ist, ne? Es ist der Zyklop, der ist natürlich schon ein Problem. Außer die kann man permanent besiegen, das wäre natürlich cool. Ist aber leider nicht der Fall. Ja, aber schwerer als das kann ja nichts mehr sein. Permanent unter den Druck von den Medusas. Das war echt anders krank. Das war echt insane. So was habt ihr noch nicht gesehen, ja. Das war echt nicht lustig. Das war wirklich nicht lustig, Mann. Wie wär's mit dem hier? Vier Zyklopen, wie soll das denn hier in der Zeit? Kann ich die Action-Power das gut machen und so, klar, aber... Vier Stück. 120 Sekunden, Leute. Nicht wenig, ist nicht viel. So ein Mittelding. Den kannst du halt auch nicht runterschmeißen, das ist das Ding. Und die nerven halt wie scheiße. Okay. Das ist der zweite. Oh, ich hab das verkackt, weil es echt tight ist, das Kommando. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Ja, warum eigentlich nicht? Zorn der Götter im schlimmsten Fall, ha? Huh? Und ihr habt's gesehen, bei Medusas ist der Trick, nicht diesen overpowered Move zu machen. Weil der braucht zu lange. Du willst Medusas in Luft schleudern. Der Move macht einfach Damage. Der schleudert die Gegner aber nicht in Luft. In Luft schleudert der hier. Das ist der Medusa-Killer gewesen. Der Move war so game-breaking. Das ist aber echt einfach. Vergleich das mal mit der letzten Challenge. Die letzte Challenge hätte die letzte sein müssen. Ist ja jetzt geschenkt. Das ist mal ganz ernst. Und die respawnen scheinbar auch nicht mehr. Ah doch, leider schon. Ja, viel kann er ja nicht mehr haben, der Zyklop. Viel kann er nicht mehr haben, außer er schleudert mich natürlich jetzt hier runter, dann sieht es natürlich wieder düster aus. Tschüss, Geber. Das war's. Das war fucking easy. Wir haben immer noch 25 Sekunden, Leute. Das war so einfach. 10 von 10, letzte Challenge. Durch das Töten von Feinden steigt die Plattform, erreichen Sie die Oberste. Wenn es diese Gegner sind, weiß ich schon, wie ich die töte. Wer hätte es gedacht? Bin wieder sehr kreativ, ich weiß. Das Problem ist, Kratos kann auch gleich die Biege machen. Ne? Ja. Weil wir nämlich crammen. Wie willst du wirklich hier runterschleudern? Ja, fuck, war eh schlecht. War eh schlecht, war nicht gut, nö.
muss ich leider ohne Kommentar machen. Ihr habt es gesehen, die Artemis gelingen. Am Ende des Spiels kamen sie nochmal zum Einsatz. Und zwar mit dem Strong Aerial in Luft und Dreieck. Boom, wenn du richtig triffst, fliegen die 100 Kilometer weit weg. Kombiniert mit meinem Lieblingsmove und den Rage of the Gods haben wir es geschafft. Schwerste Herausforderung im Spiel gemeistert. Oh yeah, das wird natürlich sowas von abgesaved. Aber sowas von. Ja, und das war der Part. Ein Zusammenschnitt aus Parkleitfates und sonst nur den richtigen Versuchen, weil sonst, ja. Es ist so schwer, dass ich halt nicht kommentieren konnte. Es tut mir leid. Es tut mir leid. I tried my best. Tja. Das war die Challenge der Götter. Sehen sich alle Filme an. Denken sie gerade das Familiengeheimnis. Aha. Ja, das entdecken wir beim nächsten Mal. Geheimbotschaft 1 und 2 leider nicht. Da muss man auf schwer durchspielen. Weitere Kostüme, das kann ich euch ja mal zeigen. Das ist witzig. Neues Spiel. Sterbliche einfach. Jetzt haben wir nämlich den Koch, Anführer des Krieges, den Blubber. Gesundheit kriegt er auch. Den Magnatius, da ist er, der Businessman. Erfahrungsdirektor. Der Milchbastard. Einmal eine Kuh, okay. Ares-Rüstung, cool. Mehr Armor. Und der normale Kratos. Einfach freigespielt, let's go. Ich will noch einen Bonusfahrt geben. Mit ein paar kleinen Gimmicks. Meine Hände sind schwitzig. Und ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder improvisieren. Ansonsten sehen wir uns beim letzten Part von God of War wieder. Und ja, stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!